Hallo und willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Heute, oh, der Schalter ist sogar schon fertig gebaut und hier ist fast zu Ende geschindelt. Bisschen komisch die Rampen designt. Machen wir mal ein bisschen schöner schon mal. Nämlich die hier in der Mitte, die braucht kein Mensch. Hauptsache der Wagen kann da durch. Von den Elfen demnächst. So, heute wollte ich mal die Baracken gründen und vielleicht schon mal eine kleine Miliz aufsetzen. Das ist eigentlich ein Thema für sich, also das ganze Armeesystem ist so ziemlich ein Thema für sich, fast schon wieder ein Spiel für sich, wie hier fast alles irgendwie ein Spiel für sich ist. Dazu gehen wir auf einen Waffenständer oder auf einen Rüstungsständer und drücken R. Damit machen wir eine Baracke, ähnlich wie die Zimmer. Und die Baracke können wir gleich unserem Squad zuteilen. Und dann trainieren die darin. Und später werden wir auch hier gute Betten und Räume einrichten, dass die da auch schlafen können. Und solche Sachen. So, und dann gründen wir das mal. Mit M kommt man auf den Militärscreen. Und der hat eine Menge Potenzial. Hier sehen wir unseren Military Commander, den haben wir noch nicht. Wir machen jetzt mit C ein neues Squad. Hier können wir jetzt eine Uniform für die aussuchen. Im Moment haben wir noch gar nichts, deswegen sagen wir erstmal No Uniform. Und Schumbock ist als Military Commander jetzt schon mal auf jeden Fall Gruppenführer. So, und wir haben die Cobalt Seal Whales. Kann man eigentlich den Namen ändern? Oh ja. Man kann die selber benennen. Silbergarde. So. Okay, jetzt suchen wir, also ein Squad kann bis zu 10 Leute enthalten. Jetzt suchen wir die Leute, die wir schon mal als Armeezwerge gekennzeichnet haben, raus. Boxana zum Beispiel und die Anna was, glaube ich. Die soll zwar eigentlich Archer werden, aber da wir noch keinen Archer haben, packen wir die erstmal hier mit rein. Wir lassen auch erstmal nur 3 Leute. So, der Screen ist unheimlich mächtig. Mit A kommt man in die Alert-Übersicht. Das zeige ich euch, wenn wir mal Burrows machen. Das machen wir, wenn es mal ernst wird. Ups. Mit E kann man die Ausrüstung der Leute einstellen, und zwar einzeln, wenn man möchte. Allerdings macht man es meistens hier mit N über Uniformen. Da kann man halt sagen, was sie anziehen sollen, ob sie genau das anziehen sollen oder ob sie nur ähnliche Sachen anziehen sollen. Mit Supplies kann man einstellen, wie viel Essen und Trinken oder was sie an Essen und Trinken mitnehmen sollen. Wenn sie länger stehen, dann müssen sie das natürlich dabei haben. Und bei F ist Munition. Da brauchen wir noch nichts. So, jetzt haben wir ein Squad erstellt. Das können wir jetzt mit Q hier der Baracke zuweisen. So, hier können wir Assign Room nehmen. Und Moment, nicht Assign Room. Das ist falsch. Wir wollen hier Give Name. Wie machen wir es denn? Ach, ist das schon automatisch vielleicht aus? Ah, mit Q. Okay. So, jetzt gehört das der Silbergarde. Diese Räumlichkeiten hier, die werden da jetzt, wenn wir die aktivieren würden, würden die da trainieren. Ich zeige euch jetzt nochmal den Militärbildschirm. Hier kann man nämlich auch, es war doch hier, glaube ich, mit lange nicht gemacht. Ah, da unten mit S. So, hier sieht man jetzt in jedem Monat, was sie so trainieren. Beziehungsweise was sie so für Aufgaben haben in jedem Monat. Man kann das festlegen. Wann sie welche Befehle ausführen pro Monat in dieser Schedule? Ich habe hier schon mal mit U alle so eingestellt, dass sie, wenn sie nicht aktiv sind, ihre normalen Klamotten tragen und die Uniform nur, wenn sie aktiv sind. Und jetzt wollen wir denen noch ab und zu mal eine Pause gönnen, damit sie sich ein bisschen entspannen können. Und dazu gehen wir jetzt hin und tun alle 3 Monate mal einen Monat Pause einstellen. Reicht das oder machen wir 3 am Stück und tun? Ja, man kann hier dann übrigens hier noch sagen, Defend Burrows, da kann man eine Bunkerzone einrichten, das machen wir vielleicht gleich auch noch. Dann wird er verteidigt. Oder die können irgendwo patrouillieren zwischen verschiedenen Burrows, die können irgendwo fest abgestellt werden in dem Monat oder halt trainieren. Wir machen mal einmal eben nochmal alles rückgängig und gucken mal, wie die so klarkommen, wenn wir die 3 Monate arbeiten lassen und dann einen Monat Pause geben. So, außerdem können wir jetzt hier noch einstellen beim Training, mit Edit Order, wie viele daran teilnehmen sollen, Minimum.
Das stellen wir mal nicht auf 10, sodass, wenn jemand da extrem hungrig, müde oder sonst was ist, dass er dann auch sich zurückziehen darf. Stellen wir das mal auf 8 und hätten das dann auch mit Shift-Enter übernehmen sollen. So, jetzt können wir das kopieren hier mit C. Und jetzt müssten wir es eigentlich einfach einfügen können. Genau. Bei jedem Training, da werden dann die Einstellungen von dem letzten, von dem kopierten übernommen. So, jetzt haben wir die Silbergarn eingestellt. Jetzt können wir die ganz schön auch aktiv machen. Dafür drücken wir hier S, dann kommen wir in den Squad-Bildschirm. Da können wir die einzelnen Squads befehligen. Den kann man auch direkte Befehle geben, wie töten, lauf dahin und solche Sachen. Aber wir schalten die erstmal mit T auf aktiv. Und dann werden die sich jetzt sammeln. Und wenn jetzt gerade ein Monat ist, wo wir sie im Training haben, werden die gleich in der Baracke trainieren gehen. Ich glaube, da musste ich ex nichts extra einstellen. Ah doch, müssen wir hier sagen. Hier bitte trainieren, da Equipment lagern, dafür ist das Q gewesen. Und mit Z würden sie hier auch schlafen. Das lassen wir aber, denn wir haben ja noch keine Betten da. So, jetzt kommen die ersten wahrscheinlich gleich, außer sie tragen gerade Tische rum. Ah, jetzt sieht man da unten auch schon die Nachrichten, ein Marks Dwarf, ein Military Commander und ein Mace Dwarf. Und Karibiki ist endlich auch ein Mechaniker. Also das heißt jetzt, sie sind eingezogen. Hier fehlt der eine Name. Warum ist der Name futsch? Da hatten wir doch einen. Wo ist er denn? Na, ich finde ihn nicht da. Oksana, warum wird der denn nicht angezeigt? Aber hier sieht man jetzt auch schon, einer geht zum Training, die anderen beiden sind individuelles Combat-Training am machen, also die trainieren für sich alleine. Da, alle drei schön am Trainieren. Jetzt können die schon mal ein bisschen Übung kriegen. Effektiv verringert das natürlich auch unsere Bevölkerung um 3. Deswegen werde ich die jetzt wohl noch nicht so ganz lange aktiv lassen, aber so können sie sich schon mal ein bisschen kennenlernen. Ich schaue mal eben, ob ich noch ein Tischlein setzen kann. Das geht tatsächlich. Gucken wir mal, ob wir da was Vernünftiges haben. Oh ja. Setzen wir mal beide direkt die guten hier hin. Und dann mit C Stühle noch dazu. Da, oh, unsere Masons sind schon richtig fit. Habe ich so ein Gefühl. Es ist ein schlechter Stuhl dabei, deswegen kann ich jetzt nicht einfach durchklicken. Muss mit X trotzdem aussuchen. Macht aber nichts. Na, da ist auch noch einer mit dem Plus. So. Da haben wir das auch ein bisschen erweitert. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt hier unten aussieht. Mit dem Essen sind sie noch dran. Getränke auch noch. Schön. Wie ist da unser Status? 250 zu trinken. Und Essen wächst auch. Wir haben eine Menge Fleisch, das noch nicht verkocht wurde. Da mache ich dann hier auch nochmal einmal auf R. Ich glaube, wir hatten schon zwei Köche. Oder zumindest einen, der beides macht. Dann können die da schon mal anfangen. So, gucken wir, schmeißen wir nochmal einen Blick. Neue Betten haben wir noch nicht gemacht. Haben wir die in der Liste stehen? Ich schaue nochmal eben. Nein, nee, haben wir gar nicht. Dann gebe ich auch mal ein paar Betten in Auftrag. Da machen wir ruhig 30. Ja. Natürlich auch direkt mal Kohle nochmal dazu. Die brauchen wir sowieso auch. Und Holz haben wir ja ganz gut auf Vorrat. So, die Smelter. Können wir denn inzwischen jetzt mal hier was schmelzen? Nein. Das wundert mich. Ach, es wurde noch gar keine Kohle gemacht. Ich hatte aber, meine ich, den guten Herrn Schmieden. Den schaue ich über. Ich überprüfe mal eben die Jobs. Aber ich meine, wo ist er denn? Sparkleblatt. Fangen wir damit an. Ich meine, da hatte ich auch Foundry Operation drin. Furnace Operation, ja. Das müsste eigentlich das sein, um Kohle zu machen. Aber wir können noch mal eben hier durchgucken, ob ich vielleicht noch was übersehen habe. Woodworking, Woodcutting. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, meine ich tatsächlich, es gibt da noch was. Woodcrafting, nein. Glassmaking, Strand Extraction, Waxworking, nein. Nö, eigentlich müsste das mit tatsächlich mit unter Furnace Operating fallen. Bin ich mir eigentlich recht sicher. Ja, ich finde auch gar nichts anderes. Also Woodburning. Ups. Okay, mein Fehler. Ja, es ist ja auch eine Furnace. Irgendwo mit ein bisschen Fantasie. Ach Mensch. Okay, also Farm-related Woodburning. So, jetzt machen wir auch Kohle. Gut.
ist denn das da für einer mit dem Pelz in der Hand? Ist das die Hunter-Grafik? Na, da ist der Tobi Weaponsmith. Ja, der hat ja die Skills noch nicht, die sind wir am Trainieren. Ja, mit V drauf und guck mal, was der so als besten Skill hat, dass er so eine Grafik bekommt. Ich kenne die Bilder auch noch nicht alle. Ich habe früher immer mit dem Iron Hand Teilset gespielt, aber ich finde das dann doch irgendwie ein bisschen übersichtlicher. Unter G. Ja, er ist ein adäquater Tenner, also ein Ledermacher. Deswegen sieht er auch so aus. Aber das ändert sich jetzt gleich. Hoffen wir. Brauchen wir viel Kupfer, damit wir viel Kupferwaffen und irgendwelche Rüstungen herstellen können. Haben wir Eisenrüstung, Kupferwaffen als erste Ausrüstung für die Armee und für Waffen, für Fallen. Stopp, da verhungern immer noch die Tiere. Warum sind die nicht geschlachtet? Die sind alle announced zum Schlachten. Was macht Mickey? Mickey. Wo bist du? Da. Store Item in Stockpile. Okay. Hier sieht man jetzt auch eine Sache, die wir bisher noch nicht hatten. Er hat 4 Skills Rusty, die Fish Skills und die Miller und Milka Skills. Rusty heißt, er hat es so lange nicht gemacht, dass die langsam rosten und dann sinkt der Skill auch dazu. Also die Zwerge wären auch schlechter, wenn sie was nicht mehr tun. Ich gehe bei ihm jetzt auch mal hin und nehme ihm schon mal die Howling Jobs ab. Das ist gar nicht so schlecht, denn ein Koch, also machen wir überhaupt bald bei allen Brewern und Köchen, sobald wir ein paar mehr Zwerge haben, damit die dann auch wirklich nichts anderes mehr machen. Und damit wir einen ordentlichen Vorrat hier zusammenkriegen an Essen und Trinken. Und ich sehe so auf den ersten Blick auch weniger Viecher. Da sind noch ein paar Fliegen. Aber ich glaube, insgesamt haben wir es ein bisschen besser jetzt unter Kontrolle mit dem kleinen Vieh. Hier im Dining Room ist zumindest nichts mehr. Nur die verhungernden Tiere. Bevor das gleich hier schief läuft, mache ich, glaube ich, doch noch mal einen Page da draußen. Mit I. Ich habe doch einen. Ha? P. Also Shift P. Na, Shift P. Ach, Shift N. P ist für Pon. Entschuldigung, wir wollen die nirgendwo so runterschmeißen. Sondern hier nur lagern. Und da müssen jetzt alle hin, die was essen. Die drei noch. So, da wird sich einer drum kümmern. Was ist denn das da für ein rotfragender Zwerg? Kommt der da nicht mehr rein? Ach, das ist Mickey. Ne, der war gerade noch drin. Ach, das rote Fragezeichen kommt auch, wenn sie gerade einen neuen Job annehmen. Das ist quasi so eine Routine. Da suchen die noch, was sie brauchen. Jetzt haben wir mit den Tieren rausschaffen im Grunde nur dafür gesorgt, dass Mickey mehr laufen muss. Aber kommt davon, wenn man seine Arbeit nicht direkt erledigt, ne? So, das Kamel wurde geschlachtet. Können wir gleich schon mal hier... Ah, da ist direkt schon der Tulsa am Kochen. Der immer noch keine neuen Grafik gekriegt. Und unser Knochenstockball wächst langsam. So, ich würde noch mal eben ein paar Crafts in Auftrag geben. Und die Pötte hier rausnehmen. Machen wir hier noch ein paar Pötte dazu. So, Rockpot. Rockpot. Ich glaube, da können wir auch ruhig schon einen dritten von machen. Okay. Sieht ja super aus. Mickey kann kein Fett herstellen. Kann keine Häute herstellen. Und Tulsa kann kein Fett, weil nichts mehr da ist. Macht aber auch nichts. Ist da wegen dem Umtransportieren jetzt der Schlachtbefehl gestoppt worden? Nee, das läuft noch. Okay, unsere Wealth ist schon ordentlich gestiegen. Wir sind schon bei 37.000. Wir kriegen bestimmt bald wieder ein paar Immigranten, wenn der Winter vorbei ist. Im neuen Jahr. War ja nichts, was ich verpasst habe, ne? Nee. Okay. Gut. Ja, da ist auch Lanell jetzt wieder am Brauen. Und ist hier unten inzwischen auch mal angefangen worden? Nee, da ist noch keiner dran. Mal eben schauen, was die beiden machen. Tobi Store Item in Stockpile und Sparkle Store Item in Stockpile.
Ja, sind auch alle hier beschäftigt mit Rumschleppen. Den Sachen, die hier so gebaut werden. Oh, Kari hat auch aus dem gelben Gestein Mechanismen gemacht, aber das ist nicht schlimm, die sieht man, glaube ich, später nicht. Obwohl doch, ich glaube sogar. Oh nein, tatsächlich, ich denke, ich glaube, die sieht man sogar. Vielleicht nachher was Gelbes. Aber egal. Mit einem bunten Fallenhaufen. Wobei ich glaube, bei den Fallen nicht, weil die haben eine eigene Farbe, je nachdem, was es für eine Falle ist. Mal gucken, dass wir die gelben in die Fallen bauen, dann sehen wir es. Können wir ja Gott sei Dank aussuchen. So, da holt einer gerade Holz. Zum Lagern, oder? Ne, ich glaube, da ist tatsächlich schon genau. Da, diese grauen Barren. Das ist schon mal Kohle. Jetzt könnten wir bestimmt hingehen und sagen, ja, schön, ne? Wir haben sogar Hämatit noch. Aber wir machen erstmal das ganze Kupferkram und fangen an mit Tito als Waffenschmied. Der soll uns da schon mal ein paar Sachen von basteln. Okay, für diese Folge verabschiede ich mich mal und sage bis zum nächsten Mal, euer Schumba.